Moin Leute, wir spielen noch weiter mit Sackboy Big Adventure auf dem ersten Spielbrett, gleich nach meinem Intro. Mach dich bereit für Sammelschellen im Überfluss! Schnell, schnell, die Zeit ist gleich um. Die Zeit ist gleich um. Die Zeit ist um. Schade. Wie wär's, wenn du diese Sammelschellen bei Somsom ausgibst? Du verdienst eine Belohnung und ich verdiene meinen Gewinn. 201? Wow. Na, war ich doch gut. So, das ist bei meinem Zwei-Spieler-Modus. So ein Zombie. Okay, wieder neue Bösewichte. Kleine Monsterchen. So, ich muss fünf Schlüssel sammeln. Mit dem Fisch. Halt, da ist noch eins.
Nummer 3. Einer fehlt noch. Schon. Hier war ich noch nicht. Okay, hier ist auch nichts mehr. Aha. Eine Bratpfanne. Oder was auch immer das ist. Ach, da ist der letzte Schlüssel. Wunderbar. Aber ich glaube, ich habe ein paar Dinge vergessen. Oder übersehen, ist ja gesagt. Dies ist ein Strickritter. Oh, hast du etwa noch nie von den Strickrittern der Fantasiesphäre gehört? Die Beschützer der kunstvollen Welt? Also, es ist die Pflicht eines Strickritters, die Welt vor Gefahren wie Vex zu beschützen. Eine gemeine Kreatur, Albträumen und Furcht entsprungen. Er verfügt über die Kraft des Aufruhrs. Sie verdirbt alles, was sie berührt. Die kunstvolle Welt braucht einen neuen Beschützer. Eine Sack-Figur mit Potenzial. Jemanden wie... wie dich. Na, nicht nur dich. Die Fantasiesphäre ist ja riesengroß. Es gibt zahllose weitere kunstvolle Welten, sogar zahllose angehende Strickritter. Und du hast die Macht, sie zu Hilfe zu rufen, wenn du möchtest. Stell sie dir als Freunde vor, die so aussehen wie du. Aber das wirklich Wichtige ist, dass du Vex stoppst. Er darf nicht alle Dinge bekommen, die er zum Bau seines Auf-den-Kopfstellers braucht. Und zuerst musst du ihm da oben auf diesem Berg entgegentreten. Also leg los. Habe ich nur einen? Okay, die anderen zwei waren scheinbar gut versteckt. Okay, ich muss jetzt hier einen Cut einlegen, aber es geht gleich weiter. Freunde in gehobener Position. Schnapp dir ein paar Freunde, um teilzunehmen. Okay, das wusste ich. Oder hab's mir schon gedacht. Durch das Symbol, was da stand. So, was nehmen wir diesmal?
Nimm mir doch dich, mein Kleiner. Okay, das sind Riesendinger. Gegner. Okay, gegen dich kann ich nichts machen. Ach so. Okay, ich muss immer drauf achten. Au. Genau, weil es versteckte Sachen gibt. Und diese kleinen Eingänge, die ich mich durchrollen muss. Ach komm, ich muss da hoch. Ich dachte, das wäre eine Kugel zum Einsammeln. Okay, sehr gut. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Ach komm, ich dachte, ich kann da... Ach so, ich brauche die Kugel, um dich da durchzurollen. Okay, alles klar. Na, ist selbstverständlich eigentlich, ne? Ach, da kann man doch hoch. Sag ich doch, man muss drauf achten. Okay, das war Nummer 1. Ach so, okay, da kann man aussteigen. Jetzt halt. Dann hätte ich mich ja vorhin gar nicht in den Tod stürzen müssen. Au. Okay, so. Nächste Ebene. Okay, das war knapp. Wunderbar.
Okay, was muss ich hier machen? Oh, er hat alle bekommen. Sehr schön. Okay, da geht's nicht weiter. Schönes. Oh. Nein. Ach komm. Na, zu früh abgesprungen. Boah, war das knapp. Mama. Okay, hier ist scheinbar nichts mehr. Ich weiß mir doch, dass hier noch irgendwas ist. Ja, klar. Jawoll, raus. So. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich von irgendjemandem flüchten. Dachte ich mir doch. Der rollende Yeti.
Nein, jetzt habe ich das verpasst. Na, okay. Sehr schön. Okay, hier ist nichts mehr. Okay, die Schublade kann ich nicht aufmachen. Wunderbar. Nein, wir haben da welche gefehlt. Naja, okay. Die Level muss ich halt dann nachholen, aber es macht nichts. Okay, was ist das? Wir beenden das Video jetzt hier erst einmal und wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Storitz.